Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Kassel Huskies. Ich begrüße Jürgen Rumrich, den Trainer der Kasseler, unseren Trainer Leos Sulak und darf zunächst Willi Zimber bitten, den Gastwirt hier im Webraum die einleitenden Worte zu sprechen. Liebe Webraumgäste, heute darf ich mich wieder bedanken bei der Metzgerei Bruno und Rüdlin, beim Dirk und beim Peter und seinem Team, allen voran der Paul, der heute wieder der Kleine dahinter ganz toll abgeräumt hat, alles in die Küche geschleift hat. Ihm ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, der Größte, der dabei ist heute. Danke. Ja, viel Betrieb hier im VIP-Raum, auch guter Besuch in der Halle und damit sind wir bei den Zahlen, die ich Ihnen gerne vortragen möchte, rund um die heutige Begegnung. 3236 Besucher hier bei uns in der Franz-Siegel-Halle haben die Partie verfolgt. Das Schussverhältnis 34 zu 39. Die Ergebnisse der anderen Begegnungen. Kaufbeuren schlägt Selb mit 4 zu 2. Krimitschau liegt hinten gegen die Löwen Frankfurt im letzten Drittel, da noch knapp 10 Minuten zu spielen sind, mit 1 zu 4. Das scheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt deutlich zu sein. In der Meisterschaftsrunde Best of Seven zwischen Bremerhaven und Bietigheim stand es nach dem zweiten Drittel 3 zu 3. Das ist das dritte Spiel, 1 zu 1 die Begegnungen zuvor. In der Tabelle der Qualifikationsrunde ergibt sich somit eine Änderung, wenn ich voraussetze, dass die Löwen wirklich in Krimitschau gewinnen. Als Unterstellung dann würde Krimitschau auf den dritten Platz abrutschen. Kassel würde diesen zweiten Platz von Krimitschau übernehmen. Erster bliebe Frankfurt, dann mit 18 Punkten, Kassel mit 16, vor Krimitschau mit 15 Punkten. Freiburg bleibt mit 12 Zählern Vierter, Kaufbeuren rückt heran mit 11 Punkten auf den fünften Platz. Und Sechster ist und bleibt Selb mit 0 Punkten. Und jetzt darf ich die beiden Trainer bitten, ihre Analyse zum heutigen Spiel hier vorzutragen. Und zunächst Jürgen Rumrich, dein Statement bitte zum Spiel. Ja, einen schönen Abend und ja, ich freue mich natürlich erst einmal, dass ich hier wieder in Freiburg sein darf. Ich habe ja meine Karriere gestartet als Spieler. Muss ich näher ran, oder? Und ja, über das Spiel, glaube ich, jeder hat es gesehen. Ich muss ein Riesenkompliment an Leo und seine Mannschaft machen, wie die heute uns alles abverlangt haben. Ich denke, es war ein sehr enges, hart umkämpftes Spiel, wie auch zu erwarten war, wenn man die Tabelle angeschaut hat. Und von daher, was für, muss man sagen, wir haben vielleicht zwischendurch nicht unser bestes Eishockey gespielt, aber wir haben dann zum Schluss wenigstens einen Weg gefunden, das Spiel doch noch zu gewinnen. Und das war das Wichtigste heute, aber nichtsdestotrotz, ich denke, es war super Werbung auch wieder fürs Eishockey heute, spannend bis zum Schluss. Und ja, wir freuen uns jetzt auf Samstag, da spielen wir zu Hause und ja, da wollen wir natürlich nachlegen und versuchen, auch wieder einen Sieg einzufahren. Danke. Ja, guten Abend. Es ist schwer, was dazu zu fügen, weil der Jürgen hat fast alles gesagt. Die Kasseler, da sieht man, dass die eine Top-Mannschaft haben. Wir haben dagegen gehalten, haben es probiert. Da nur bei unserem, was ich den Jungs vorwerfe, ist, dass bei unserem Überzahlspiel muss die Scheibe viel schneller laufen, die Pässe genauer auf den Schläger kommen, dann kriegen wir nicht den Druck von den vier. Aber das haben die Kasseler auch sehr gut gespielt, da Unterzahlspiel. Und sonst ein bisschen Glück hatten wir bei dem zweiten Tor, dafür ein bisschen weniger Glück bei dem dritten, das wir bekommen haben. Und das war auch das Entscheidende. Ja gut, wir fahren am Samstag nach Kassel, dass wir in Kassel die 3 Punkte holen und dann ist es ist alles in Ordnung. Wir werden alles geben bis zum letzten Spiel und probieren, dass wir das noch schaffen. Danke. Ja, danke schön an die beiden Trainer für ihre Statements zur Begegnung. Gibt es seitens der Medienvertreter Fragen an die beiden Herren? Ja, da der Herr Kästle außer Sichtweite ist, stelle ich mal die Fragen. Da sitzt er, Entschuldigung, habe ich. Da. Gut, Leos, in dem Spiel hat man gesehen, dass beim EHC ein fortschreitender Kräfteverschleiß stattfindet, meiner Meinung nach.
Inwiefern hat sich das Fehlen von David Appel bemerkbar gemacht? Ja gut, wir wissen das von Anfang an, dass der dass die Kaderdecke nicht so groß ist oder dass wir nicht so einen Kader haben, dass wir jeden ersetzen können. Und jetzt mit den Verletzungen, die wir auch haben, hat uns eine komplette Sturmreihe heute gefehlt. Und das ist ganz klar, dass sich das bemerkbar macht. Das ist und dass da Kräfteverschleiß auch dabei ist, das ist klar. Nur wir haben jetzt noch zwei Spiele und ich glaube, dass die Jungs da die ganze Saison gezeigt haben, dass die sich dagegen wehren zu verlieren, und das werden wir bis Ende machen. Ich kann da zu dem Kräfteverschleiß nicht machen, weil morgen werden wir nur, da sage ich, das ist Bewegungstherapie, die wir morgen machen werden, dass man da ein bisschen herausschwitzt und Kräfte für Samstag haben. Mehr können wir nicht machen. Gibt es weitere Fragen? Herr Kästle? Doch in Reichweite. Lösch, ich muss anknüpfen an die Frage nach David Appel. Rechnest du überhaupt noch mal mit ihm in dieser Runde? Es sind ja immer noch zwei wichtige Spiele. Ja gut, die Entscheidung liegt bei ihm. Da gab es Komplikationen bei der Geburt und deshalb ist er heute nicht da. Und wir müssen abwarten. Ich kann den nicht dazu zwingen oder ich kann nicht den Babysitter spielen. Die Antwort kann ich nicht geben. Ich hoffe, dass der noch die zwei Spiele machen wird. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich bei Ihnen für Ihren Besuch hier. Unsere Mannschaft, die Trainer haben es beide erwähnt, spielt übermorgen in Kassel am Ostermontag, 18 Uhr hier gegen Selb, das letzte Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder. Kommen Sie gut nach Hause und frohe Ostern. Thank you.